Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, Portal 2. So, wir stehen hier in dieser... Ja, Testkammer ist es ja nicht. Es sind ja keine Testkammern mehr, die haben wir ja hinter uns gelassen. Stehen in diesem Raum, sag ich mal so. Und haben hier orangenes Beschleunigungsgel, blaues Rückstoßgel und weißes Portalgel. Portalflächengel. So, dann würde ich mal behaupten, dass wir mal gucken. Da können wir zum Bleistift schießen. Portal. Ich glaube, ich muss da irgendwie was mit Hüpfen auf jeden Fall machen. Und ach, guck mal da an. Ich habe gerade überlegt, irgendwie muss doch da was gehen. So, machen wir da erstmal ein paar Portalflächen hin. Und anschließend sowas. Ja, prima. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir das hin machen. Von der Theorie her wäre es ja hier ganz geil. Ich hätte gerne mal, machen wir hier mal ein Portal hin. Und da. Ja, machen wir es auch noch ein bisschen weiter hier so. Gut, ich würde mal behaupten, irgendwie muss es gehen. Ich mache es hier so. Ah ja, dann komme ich hier dahin. Muss ich jetzt nur noch wissen. Ja, hier wohl eher nicht, oder? Was passiert, wenn ich da rein jetzt hüpfe? Haha, stehe ich da oben. Ja gut, da ist halt ein Gitter, komme ich nicht durch. Ganz klar. Aber irgendwo muss es ja wohl lang gehen, durchgehen oder sonst irgendwas. Man könnte es quasi so... Ne, so werden wir es mal nicht probieren. Irgendwo vielleicht noch Portalflächengel verspritzen. Könnte man gucken, ob man das hinkriegt. Ja, nämlich irgendwie muss ich da hochkommen und so wie es jetzt gerade aussieht, läuft das nicht. Also, na, Moment. Erst einmal hier zurücklaufen. Und jetzt nochmal probieren. Einfach mal gucken, was passiert. Nein, ich komme nicht höher als das. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss in dieses Portal da reinspringen und dann irgendwo rauskommen. Aber wo? Ha, toll. Bringt mir auch überhaupt nichts eigentlich. Ich könnte gucken, ob ich vielleicht irgendwie... Ja, vielleicht sollte ich doch nochmal das Portalgel nützen. Das war dumm. Jetzt habe ich mir die ganze Scheiße bespritzt. Ja, ich muss mal gucken. Das blaue Portal nehmen wir. Und machen hier wieder Beschleunigungsgel hin. So, das können wir nämlich in der Tat so machen. Und dann dürfte es funktionieren hier mit unserem Sprung. Hätte ich direkt so machen müssen. Ui! So, wie habe ich das jetzt... Wieso ist da schon... blaue Farbe? Ach, die tropft da standardmäßig raus. Okay, jetzt muss ich gucken, wie kriege ich hier... Farbe hin. Ja, warum sage ich denn dauernd Farbe? Ist ja Gel. Was ist das denn? Moment, ich muss da rüber. Und da bin ich vorhin durchgekommen. Mhm. Gut. Ich brauche das hier. Und zwar hätte ich gerne hier mal ein Portal gesetzt. Und da.
So, dann können wir das Blaue dahin machen. Und dann entscheiden wir uns gleich nochmal um und machen das... Wo ist denn das? Ah, da ist das Blaue. Machen das so. Und dann machen wir das Blaue dahin. Und jetzt nochmal das Rückstoß-Gel. Jawoll. Läuft. Oh, eben meldet sich mein Handy, dass der Akku leer sei. Aber nicht weiter schlimm. So, wir machen das. Müssen das jetzt wohl so machen. Jetzt dürft's hinhauen, dass wir komplett durchkommen. Und. Oh, lalalala, oh, bäm. Ja. Prima, ne? Hat doch 1A funktioniert. So, jetzt ist hier wieder ein ganzen Haufen. Ja. Portalgel. Ich hier mit Mondstaub oder so irgendwas bespritzt. Der alte Mann ja als quälig bezeichnet. So, das frage ich mich jetzt. Brauche ich das Gel hier noch? Ich schätze ja mal schon. Oh ja. Haha, wie ist hier... Hier geht ein Wind durch, der hier einfach alles jetzt bespritzt. Mal gucken, Teile, einige Teile lassen sich davon nicht bespritzen, wie zum Beispiel diese Rohre. Da noch irgendwie was machen. Ja, das spritzt da so hin, ja toll. Hier unten. Da, da. Ja, da oben. Ja, ich würde mal sagen, schauen wir doch lieber mal, dass wir da oben jetzt vielleicht hinkommen irgendwie. So, machen wir uns, ja, hier ein Portal. Nein, 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 ich will da nicht komplett wieder runter. Ja. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Super, ganz unten. Ne? War doch klasse. So, wo? Ich mach das blaue Portal und gehe ja wieder hoch. So. Ich will auf jeden Fall da nicht nochmal springen müssen, obwohl das habe ich ja alles schon vorbereitet. Dürfte eigentlich nochmal gehen. So, probieren wir es so. Ob wir da jetzt durchkommen. Vielleicht sollte ich auch vorher dem durchgehen. Mal durchgucken. Ja, ach, da bin ich dann. Irgendwie blöd gefallen. Naja, gut. Passt. Gut. Gehen wir da hoch. Und was haben wir da? Oh. Gel-Pump-Station. Gel-Pump-Station. Watch your step. Ja, mach ich. Erst muss ich mal gucken, wie ich da durchkomme. Möglicherweise so. Wenn ich es schaffe, durch das Portal zu gehen. Ah! Oh, prima. Was ist das für eine... Das ist doch wieder eine Pumpstation. Pumpstation... Was waren wir? Wo waren wir? Alpha, Beta, Gamma... Wäre dann Delta, oder? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es noch eine... weitere... Pumpstation... gab. Aber gut, ich schätze mal, ich muss da irgendwie rauf. In diesen Kontrollraum. Boah, auch einiges kaputt, wenn ich mir das so betrachte. Aber wurscht. Ich guck mich jetzt erstmal hier ein bisschen um, weil... Irgendwo muss ich ja wohl hin. Ich schätze mal, ich muss die Pumpen hier wieder anschmeißen. Die Frage ist nur... Wie komme ich da hin? So, jetzt sind wir hier mal ein Stückchen weiter hochgekommen. Da ist eine verschlossene Tür, die ich auch nicht aufkrieg. Dafür haben wir jetzt... Okay, ich würde mal sagen, probieren wir es... Oh! Da haben wir so ein... Ja, wie soll ich sagen? Ein riesen Öffner. Ich glaube, das wird jetzt aufgehen. Ich glaube, das können wir jetzt aufmachen. Schauen wir mal genauer hin. Auf jeden Fall...
Aha. Dann schieß los. Na, ja, es bleibt still. Hatch override. Ah, wusste es doch. Machen wir diese Luke auf. Ja, Akku fast leer. Ich weiß es. Nerv mich nicht. Ah, wie schön, was da aufgeht. Ach, schau an, es gehen da noch ein paar Röhren runter. Binden sich. Ach ja, die Pumpen gehen jetzt automatisch an und ich brauche gar nichts weiter zu machen. Ja, prima. Wenn ich die Pumpen nicht selber anschalten muss. Gut, dann schätze ich mal, ich muss da zu dieser Plattform runter. Wo gehen die hin? Ach, die setzt sich da an. Gut, dann wie komme ich da am besten runter? Na, springen. Wir haben ja schöne Stiefel an, die unseren Fall abfedern. Federstiefel. Dann ziehen wir uns mal nach oben. Aha. Ganzen Pumpen laufen, hier ist offen. Und was haben wir hier? Irgendwelche Federungen und so. Da wird irgendwas wohl gehalten. Irgend so ein ja, gefederter Baukörper. Wo muss ich denn hin? Ich würde mal sagen, schauen wir mal nicht so viel auf diese ganzen Federn, sondern gehen einfach die Treppe hoch. Aha. Warning. Bla 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 bla. Condemned. Vitrification Order. 15.06.1961. Do not look at, touch, ingest or engage in conversation with any subject beyond this point. Okay, ich denke, das heißt so viel wie, dass man hier nicht weitergehen soll. Aber ist auch wurscht. Wir wollen ja, wir müssen ja jetzt hier raus. Wir wollen da auch nicht mehr wieder hin. Und ach, gucke mal da. Wieder ein moderner Aufzug. Oh ja. Ich glaube, jetzt geht das nächste Kapitel los. Bin ich mal gespannt. Also es muss auf jeden Fall das nächste Kapitel losgehen, wenn ich mir den Bildschirm hier so betrachte mit diesen Zwitterwürfeln. Genau, Teil 8, die Unruhe. Die starten wir dann im nächsten Part. Und somit haben wir jetzt hier die alten Testkammern und alles überstanden. Ich denke, ich glaube, Cave Johnson wird uns jetzt hier nicht mehr weiter begegnen. Jetzt kriegen wir es wieder mit, oder jetzt kriegen wir es mit Wheatley zu tun. Aber erst im nächsten Part. Macht's gut und ciao.